Professor Darwishi ist Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, wo er das ICT Accessibility Lab leitet. Er ist in besonderer Art und Weise auch von seinem Forschungsthema betroffen. Durch einen Unfall im Alter von 15 Jahren hat er einen großen Teil seines Augenlichts verloren, was ihn aber nicht gehindert hat, eine sehr erfolgreiche wissenschaftliche Karriere zu absolvieren. Was sind Assistententechnologien? Also ganz einfach ausgedrückt, Assistententechnologien sind Technologien, die Menschen mit Beschränkungen helfen, ihre Beschränkungen entweder zu eliminieren oder zu reduzieren. Ja, das ist Professor Stephen Hawking, der ohne assistierende Technologien nicht in der Lage wäre, sich mit uns zu kommunizieren und seine genialen Theorien über Universum mal mitzuteilen. Technology has changed the way we all live our lives, from communication to genetic research, access to information. And much, much more. 1982, das erste Mal in Amerika, kam ein Gerät namens VersaBraille auf den Markt. Es ermöglichte blinde Menschen mit Computer zu arbeiten. Das Gerät kostete damals 25.000 Franken. Aber das Gerät ermöglichte mir ein Studium. Mit diesem Gerät konnte ich mal Informatik studieren. 4 minutes ago, Zero FM, press home to open, button. Das ist ein normaler iPhone. Ich habe gesagt, assistierende Technologien können auch ein Teil von Mainstream-Produkten sein. Das ist ein einfaches App, kann man mit dem einfach in Geschäft vorbeigehen oder wo und Objekte erkennen. Patio, Chairs, Cup, Pot, Cup, Coffee Cup. Hier ist noch ein weiteres Projekt von Microsoft, eine intelligente Brille, die hilft blinden Menschen, einfach die Objekte, die Menschen zu erkennen. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. Hier haben wir ein weiteres Projekt, ein etwas Interessantes, sogenannte Lip Reading, also Lippenlesen, das ist ganz neu. Und sie haben ganz verschiedene Filme von BBC analysiert, Lippen analysiert und versucht einfach, das in Text umzuwandeln. Die Resultate sind erstaunlich. Das sind einfach sogar genauer als menschliche Lippenleser. We have to look at whether it works for the UK or not. Security had been stepped up in Britain. Brain Computer Interface, das ist ein neues Gebiet. Also das heißt, man hat Elektroden, die man invasiv zum Beispiel im Kopf einsetzt, also in Haut einsetzt oder nicht invasive. Und man misst die Hirnströmungen und versucht mal, die Pattern zu erkennen und dann gewisse Aktionen durchzuführen. Imagine moving a mechanical arm by just thinking about it or playing a video game using only your mind. Yes. Although it may seem like science fiction, scientists and engineers have been developing this technology for decades. It's called Brain Computer Interface, or BCI. François Höpflinger ist 69, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, vier Enkelkinder und immer auf Achse. Also meine Lieblingsdefinition des Alters ist, man ist dann alt, wenn die Kerzen teurer werden als der Geburtstagskuchen. Die Leute zwischen 65 und 74 in der Schweiz fühlen sich genau gleich innovativ wie die Leute zwischen 15 bis 24. Obwohl dann, wenn man genauer anschaut, sie sind zwar innovativ, probieren aber weniger häufig etwas Neues aus. Also konservativ innovativ sein, das ist noch ein interessantes, oder? Kompetenzorientierte Modelle der Altersforschung, der Gerontologie, der Geriatrie zeigen, es gibt neue Modelle, neue Möglichkeiten. Also man kann mit 70 noch neue Hirnzellen bilden. Biologisch nachweisbar, wenn man das will. Man kann bei Leuten, die 90 Jahre alt sind, kann man die Muskelkraft im Beinbereich bis zu 150% steigern mit kleinen Übungen, sodass die Leute wieder selbstständig aufstehen können. Die Lebenszufriedenheit der Leute zwischen 65 und 64
ist höher als bei jüngeren Personen, oder? Nicht unbedingt die Lebensfreude. Also wir haben relativ viele zufriedene, mürrische ältere Leute. Also Altersmodelle, das dominante Modell ist natürlich das Modell des aktiven Alters, Active Aging. Ich sage immer auch etwas Hyperactive Aging. Und zwar Wahrnehmung des Alterns als aktiv zu gestaltender Prozess, das ist eigentlich positiv. Oder als aktiv zu bekämpfender Prozess. Oder? Anti-Aging Medizin, Schönheitsoperation, ich glaube, man kann auch die Gesichtsfalten verändern mit Schneckengift, oder? Die Kosten der demografischen Entwicklung entfallen zumindest in einer ersten Phase primär auf die öffentlichen Finanzen, Renten, Pflege. Das ist das, was danach politisch diskutiert wird. Obwohl man sehen muss, dass was die Rentner ausgeben, ist gleichzeitig Einnahme. Die AHV-Renten sind eine der wichtigsten Konjunkturstützen. Also was wir haben, und das ist etwas völlig Neues, wir haben eigentlich eine Dynamik der zweiten Lebenshälfte, die historisch neu ist. Hier geht es um genau solche Technologien, die ich Ihnen geschildert habe, und die schwierige Frage, wer profitiert nicht, die stelle ich jetzt Ihnen. Bitte, Herr Kempfer. Das erste ist der Bereich der Gesundheit. Was kann man im Bereich der Gesundheit unterstützen? Da gehört der ganze Bereich der Vitaldatenerfassung natürlich, der Blutdruck, Blutzucker, alles, was man zu Hause macht, aber auch andere Aspekte. Der Bereich Wohnkomfort, durchaus im Low-Tech-Bereich, die ganzen Fernbedienungen, also Sie können sich gar nicht vorstellen, wie diese Dame eigentlich da fasziniert war und alle anderen Damen. Es waren jetzt in dem Fall lauter Damen, die auch an den Rollstuhl gebunden waren, als sie dann sehr vieles in ihrem Haus über die Fernbedienung steuern konnten. Was wir hier haben, ist eine mögliche Risikovermeidung. Das heißt, normalerweise tritt das gar nicht alles ein, wofür die Technologie da ist. Also weder ein Sturz, noch sonst irgendeine Notsituation, Herd, ja, dass ein Herd überkocht. Im Normalfall tritt das nicht ein, wenn irgendetwas Ungewöhnliches zu Hause passiert. Das System, ja, sage ich mal die Wohnung, das erkennt durch entsprechende Sensoren und dementsprechend jetzt nicht unbedingt einen Notruf rausschickt, ja, das ist eine andere Geschichte, sondern eine Benachrichtigung rausschickt. Schau doch mal nach. Die Charakteristik dieser sogenannten AAL, Active and Assisted Living, Lösungen ist, dass es immer eine Vernetzung von Technologien untereinander und sie müssen auch mit Dienstleistungen, mit humanen Dienstleistungen vernetzt sein. Alles zu Hause einsetzbar, um das selbstbestimmte Leben zu Hause zu ermöglichen, wenn es zu irgendeiner Art von Beeinträchtigung kommt. Auswirkungen auf die Arbeitswelt, das wird uns jetzt Stefan Böhm näher bringen. Er ist Titularprofessor an der Universität St. Gallen und da selbst Direktor des Center for Disability and Integration. Warum ist das so? Warum ist es für Unternehmen heute eigentlich immer schwieriger, sich auf die Zukunft einzustellen? Das liegt eben an diesem VUCA-Konzept. Was ist jetzt VUCA? Und was dieses Konzept letztlich besagt, ist, dass Wandel immer schneller wird heutzutage und dass unsere ganze industrielle Umgebung geprägt ist von Volatilität, dass sie auch Unsicherheit haben, sie wissen nicht genau sozusagen, wie die Zukunft aussieht, dass sie Komplexität haben, es sind nicht einzelne Treiber, die irgendwie was beeinflussen, sondern es ist ein multifaktorielles Zusammenspiel und man weiß gar nicht genau, was auslöst, aber am Ende haben sie irgendwie eine Entwicklung, die sie so nicht gesehen haben. Und heute eben so diese vierte industrielle Revolution, wo das ganze Thema Connectivity eine Riesenrolle spielt. Connectivity, Automatisierung, Digitalisierung, selbstlernende Systeme etc. Und das führt dazu, dass tatsächlich sich die Arbeitswelt halt in fast jedem Bereich sehr stark verändert. Wir haben da über 8000 Leute in Deutschland befragt zur Digitalisierung und wie das ihr berufliches Umfeld beeinflusst. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, ist, dass Ältere und Jüngere sich viel weniger unterscheiden, als sie denken würden. Also es ist nicht so, dass ältere Generationen irgendwie abgehängt sind, sondern die nehmen sowohl diesen Digitalisierungsdruck wahr, aber sie haben fast den gleichen Technologieoptimismus wie die Jungen. Also es ist durchaus so, dass wenn sie ältere Mitarbeiter haben, dass sie auf die auch in der Digitalisierung durchaus zählen können, dass die sich da positiv einbringen, auch so einen Wandel durchaus positiv begleiten. Und in vielen anderen Faktoren, zum Beispiel Resilienz oder so, sind die sogar besser als die jüngeren Mitarbeiter. Und ich will Ihnen ein Beispiel zeigen, was ich selber auch ziemlich interessant fand aus meiner Heimat. Ich komme aus der Nähe von München, südwestlich, vom Starnberger See.
Und da gibt's, da ist das die DLR, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum ist da. Und da haben sich mittlerweile auch einige Startups angesiedelt. Und dann lese ich da vor kurzem in der Zeitung, hier ein Team von irgendwie 50 bis 70 Leuten hat ein fliegendes Auto gebaut. So you have an airplane that takes off vertically like a helicopter. But once it's in the air, it accelerates into forward flight and flies with wing-borne lift. And this way it achieves much higher speeds than cars, but also higher speeds than a helicopter. Welche Folgen hat diese Dynamik, die sich noch verstärken wird für Leute mit Einschränkungen, Behinderungen? Es ist auch klar, es geht in Richtung einer leistungsorientierten Altersgesellschaft, die natürlich für Leute, die eben nicht diesen Leistungskriterien entsprechen können, dann unter Umständen schwerwiegende Folgen haben. Interessanterweise ist aktiv sein im Alter nur für die positiv, für das Wohlbefinden, die schon vorher aktiv waren. Leute, die eine ruhigere Lebensgestaltung und Berufsgestaltung haben, die sind eigentlich glücklicher, wenn sie sich gerontologisch nicht korrekt verhalten. Und ich sage, die Gefahr besteht, dass Menschen, die den neuen Leistungsnormen einer dynamischen Altersgesellschaft nicht entsprechen, zusätzlich ausgegrenzt werden. Wir haben schon, also hier eine Ausgrenzung in einer leistungsorientierten Altersgesellschaft, das betrifft vor allem bildungsferne Personen, einkommensschwach arme Rentner, behinderte Menschen oder vorzeitig gealterte Menschen. Ich sage, hier kann es auch soziale Ungleichheiten verstärken, wenn zum Beispiel technologische Hilfsmittel und altersgerechte Dienstleistungen nur für wohlhabende Personen offen stehen. Wenn ich mir vorstelle, ja, nur schon meine Mutter, ich habe heute schon mal von ihr erzählt, die ist über 80, aber das iPhone, und ist nicht dement, aber das iPhone ist zu kompliziert. Und wenn ich jetzt noch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, kognitiven Einschränkungen mir vorstelle, hängen wir die gerade durch die Technologisierung nicht einfach ab. Ja, ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, ältere Menschen, wo nicht technologieaffin sind, vor allem eben über 75. Und das plädiere ich auch immer dafür, dass man die Webseiten auch so gestaltet oder App so gestaltet, dass möglichst einfach bedienbar ist, auch für ältere Menschen. Bei der Mikrokasse gibt es jetzt keine Kassiererin mehr, sondern man muss mit diesen blöden Apparaten bezahlen. Und also unsere Leute, die Bewohner und Bewohnerinnen, die können das nicht. Und also das gibt es immer mehr im Alltag jetzt. Gibt es auch hier, also das ist ja auch eine Barriere, die nicht mit irgendeinem kleinen App für geistig behinderte Menschen dann gelöst ist. Da braucht es ja eine Assistenz vor Ort. Das ist sicher auch ein Thema, wo man Lösungen auch suchen möchte. Wie geht man zum Beispiel mit den ganzen Automatismen beim Einkaufen, auch für verschiedene Behinderungen, zum Beispiel auch geistig Behinderte? Wie geht man damit um? Arbeitswelt 4.0, man sagt, es ist eine neue industrielle Revolution im Gang. Also nach der Erfindung der Dampfmaschine und des Fließbandes kommt nun eben diese Digitalisierung und die hat weitreichende Folgen. Es ist allen klar, es werden Jobs verschwinden, es werden ganze Unternehmen verschwinden, es werden sogar ganze Industriezweige verschwinden. Und wie un- oder wie klar ist, wie das Menschen, die eben nicht die hundertprozentigen Leistungsfähigkeiten mit all ihren Sinnen haben, wie wird das diese Menschen betreffen? Werden die in neuen Nischen eine Betätigung finden? Werden sie neue Chancen erhalten? Oder werden sie komplett an den Rand der Arbeitswelt und damit auch eigentlich der Gesellschaft gedrängt? Wir auch schon heute beim Herrn Davici ja gehört haben, wenn man sich so die ganze sensorische Behinderung anschaut oder auch die körperliche Behinderung, dass das vielleicht sogar vorteilhaft sein kann, weil einfach, sag ich mal, dieses partielle Defizit möglicherweise sehr gut ausgeglichen werden kann. Wenn Sie sich Menschen mit kognitiven Behinderungen anschauen, wenn Sie sich Menschen mit psychischen Behinderungen anschauen, dann können es eher nachteilig werden. Gerade Tätigkeiten, die einfach, sag ich mal, abbildbar sind, die automatisierbar sind, die repetitiv sind, die berechenbar sind, dass die wegfallen werden. Ja, und dazu beispielsweise Taxidriver
oder auch Rezeptionisten. Ja, Sie sehen es ja heute, das Mikrobeispiel wurde ja auch schon erwähnt, ne, mit einer Kasse und so weiter, wo Sie halt selber scannen. Sie werden sehr viel mehr, selbst in der Produktion, zum Maschinensteuerer, als jetzt zu jemand, der selber da Hand anlegt. Das hat gerade für Menschen mit Behinderung natürlich Implikationen, weil beispielsweise das ganze Thema physische Beanspruchung dadurch reduziert werden kann. Also das sehen wir auch bei Audi einfach sehr, sehr gut. Das ist in Zeiten vom demografischen Wandel eine gute Geschichte, weil sie einfach sehr, sehr viele Leute haben, die über 50 gewisse körperliche Einschränkungen entwickeln. Ob man das dann eine Behinderung nennt oder nicht, ist die Frage. Aber es ist oft so, sie können nicht über Kopf heben oder sie können sich nicht mehr bücken oder was auch immer. Und da sieht man, dass durch diese Automatisierung die Vorteile haben. Auf der anderen Seite steigt natürlich die Komplexität des Jobs auf kognitiver Ebene ziemlich stark. Das führt natürlich dazu, dass sie dennoch in den einzelnen Branchen, in den Industrien, in den Unternehmen einen stärkeren Wettbewerb haben werden als bisher. Ja, Globalisierung kommt da auch rein, also gemütlicher wird es nicht. Aber wir haben einen Trend, dass geburtenstarke Jahrgänge plus längere Lebenserwartung auch bei Menschen mit körperlichen, psychischen und kognitiven Behinderungen führt zu einer steigenden Zahl behinderter Menschen, die das Rentenalter erreichen. Leute haben, die älter werden, haben wir natürlich auch immer mehr Leute, die eben in dieser Situation genetisch, aber auch von ihrer Behinderung, Krankheit her ein verfrühtes Altern erleben oder eine Überlagung körperlicher oder geistiger Behinderung durch altersbedingte Einschränkungen, sensorische Einschränkungen. Man weiß aus der Forschung, dass Einschränkungen des Sehvermögens treten bei Menschen mit geistigen Behinderungen im Alter gehäuft auf. Auch Einschränkungen des Hörvermögens und des Verständnisses. Und das führt dazu, wenn das nicht sensibel gehandhabt wird, können altersspezifische sensorische Einschränkungen, kognitive Einschränkungen zusätzlich verstärken. Das Problem ist einfach, dass im AHV-Bereich die Pflege im Alter, da wird nur die medizinisch-pflegerischen Leistungen gemacht, finanziert. Alles, was Begleitung und Betreuung ist, das ist die große Lücke. Die Frage ist, bleibt die Datensicherheit, bleibt die Privatsphäre bei Assistenzsystemen elektronischer Natur für Menschen mit Behinderung, bleibt diese Privatsphäre auf der Strecke? Sicherheit und Privatheit, ja, als zwei Pole, die nicht unbedingt miteinander gehen, weil wenn ich mehr Sicherheit anbiete, gebe ich gleichzeitig auch Privatheit auf, weil ich muss ja für Notfälle irgendwie gemonitort werden, damit dann Hilfe kommt. Privatheit in unserem Sinne ist eigentlich ein Thema, das ist vielleicht maximal 150 Jahre alt, nicht älter. Also nicht selbstverständlich, dass wir den Anspruch auf Privatheit erheben. Heute ist Privatheit Teil der Menschenrechte, ist darin verankert. Und wenn man dann allerdings die Endanwender hineinzieht, partizipieren lässt, und das wäre ja eigentlich das Wichtigste daran, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wenn meine Oma das Teil bekommen würde, das fände ich wirklich super. Ja? Also so fängt das Ganze an. Dann geht man hin zur Oma und sagt, nö, also ich brauche nichts. Mir passt es so, wie es ist. Ich brauche gar nichts. Mit welcher ethischen Grundlage geben wir Leute Dinge, die sie eigentlich gar nicht wollen, weil ihre Umgebung sie will? Da habe ich große Probleme damit. Ich selber bin behindert und ich möchte eigentlich nicht, dass mir irgendjemand reinredet, was in meiner Wohnung installiert wird, weil irgendjemand ein Interesse daran hat, sondern das möchte ich selber bestimmen und auch selber unter meiner Kontrolle haben. Sie haben vorhin dieses Flugauto gesehen als nur ein Beispiel. Stellen Sie mir vor, wenn sowas wirklich kommt, was das für einen Rattenschwanz nach sich ziehen würde. Zum einen ist das Shared Economy, das heißt, Sie besitzen sowas nicht mehr selber, sondern Sie mieten nur noch Mobilitätsservices. Sie brauchen vielleicht nicht mal mehr die SBB, ja, Sie brauchen vielleicht nicht mal mehr die Deutsche Bahn, warum auch? Sie fliegen ja dahin. Dass das auch extrem negative Effekte haben kann. Ne? Also Thema so gated communities, dass sie beispielsweise selber gar nicht mehr frei sind, dahin zu fahren, wo sie es wollen, sondern nur noch sozusagen dahin fliegen können und vielleicht da gar nicht mehr hinfliegen dürfen. Das sind so andere Sachen, auf die können wir heute zeitlich jetzt gar nicht eingehen, aber da kann man auch ganz leicht ziemliche Dystopien entwickeln, wo das hinführen kann. Und jetzt kommen wir langsam zu Menschen mit Behinderungen. Bei denen wäre solche Überwachung auch möglich, vielleicht sogar wichtiger, um auch ihnen eine gewisse oder gesteigerte Selbstständigkeit zu verleihen.
Und jetzt wird die Frage schwierig. Diese Menschen können oft nicht selbst entscheiden, ob sie möchten, dass die Daten bei Apple, Google und wo auch immer in welcher Art ausgewertet werden. Und bei diesen Leuten wäre es gerade wichtiger, dass wir sie überwachen, um ihnen eben diese Selbstständigkeit zu gewähren. Das bringt uns in einen Clinch. Privatheit ist eine Anforderung, das moralische Recht, ja, moralisches Recht, allein und ohne Beeinträchtigung bzw. Überwachung zu sein, zu erkennen, wann die Privatheit nicht mehr gegeben ist. Es gibt so schöne Untersuchungen von Altenheimen, die zeigen, dass die Leute in den ersten 3 Monaten am meisten stürzen, nach Eintritt. Mhm. Aber Leute, die dann sehr gut betreut sind, individuell mehr Aufwand, die stürzen weniger. Und da kann man zeigen, okay, mehr Betreuung bringt weniger Stürze. Beispiel Stürze ist gut, ja, weil da viele Einrichtungen dann speziell daran interessiert sind, ein System zu finden, das wirklich Stürze erkennt und sicher erkennt, aber auch keine Fehlmeldungen liefert. Ganz klar, wir wissen, dass fördernde und heilbare Interventionen auch im höheren Lebensalter zu einer Zunahme der Selbstständigkeit oder der Kompetenzen erhöhen beitragen können. Es ist interessant, dass die Alzheimer-Vereinigung jetzt das Slogan oder das Konzept macht, Empowerment auch bei Demenz. Die Kosten in der Pflege, Langzeitpflege, die steigen zu, aber das sind zum Teil noch gar nicht so uninteressante Arbeitsplätze. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die sind von der Jugendarbeit in die Altersarbeit gewechselt, weil in der Jugendarbeit sind sie mit 35, gehören sie zu den Älteren, oder? Da haben sie Probleme. In der Altersarbeit sind sie mit 65, 70 oder 55 immer noch zu den ganz Jungen. Also Arbeiten im Altersbereich kann eine gute Anti-Aging-Strategie sein. Was interessant ist, dass diese Bruchstelle, welche Jobs wegfallen und welche erhalten bleiben, nicht unbedingt nur mit beispielsweise kognitivem Anforderungsniveau zu tun haben. Also nicht so sind, dass nur, sag ich mal, hoch spezialisierte Jobs erhalten bleiben und alle einfachen wegfallen, sondern die Bruchlinie ist mitunter so, dass da auch die soziale Interaktion wichtig ist. Also beispielsweise Kindergärtnerinnen oder auch Pflegekräfte wird man sicherlich auch in 50 Jahren noch haben. Klar wird es vielleicht auch irgendwie so Pflegeroboter und so geben, aber die Interaktion da mit dem Mensch, die wird es noch relativ lang geben und die wird auch gefragt sein. Und insofern ist das nicht unbedingt so, dass jetzt irgendwie nur noch Ingenieure gebraucht werden. Information und Kommunikation, Technologien hilft, dass Menschen mit Behinderung eine Arbeit finden. Zum Beispiel die Firma SAP hat ein spezielles Programm für Asperger, weil sie haben spezielle Fähigkeiten, dass die Fehler in Programmcode sehr gut korrigieren und lokalisieren können. Was sind Faktoren, die dazu führen, dass die Leute trotz psychischer Erkrankung ihren Arbeitsplatz erhalten können? Und was wir da gesehen haben, ist, dass beispielsweise Eingliederungsmaßnahmen, also Sachen, die von außen kommen, zum Beispiel von der IV-Stelle, kaum eine Rolle spielen im Arbeitsplatzerhalt. Dagegen aber nur das Gefühl, von der Führungskraft unterstützt zu werden, alleine schon fast 17% in der Varianz erklären, ob die Leute ein Jahr später noch ihren Arbeitsplatz haben. Es zeigt also umso mehr, dass für Menschen mit Behinderung die Führungskraft eine wichtige Ressource darstellt. Es ist bei jedem Mitarbeitenden so, ist aber vermutlich bei Menschen mit Behinderung noch etwas ausgeprägter. Und insofern ist Führung ein Riesenthema im ganzen Kontext Digitalisierung und speziell im Kontext Digitalisierung und Menschen mit Behinderung. Es ist im Moment viele neue Lösungen und Projekte, das sind im Grunde genommen Leute mit Ressourcen und Kompetenzen, Elite-Projekte. Oder? Also vieles, was neu ist, das fängt an bei der oberen Mittelschicht, bei den Bildungsstarken und sickert erst wieder später zu den bildungsfernen Gruppen ein. Das ist einfach diese Idee des solidarischen Alters. Neue Formen der Solidarität, Business of Giving, Zeitgutschriftensysteme, Nachbarschaftshilfe. Das versuchen die Zukunft. Das dritte Modell, das ist eigentlich die utopische Zukunft. Wenn wir auf die Ausbildung noch ein bisschen mehr fokussieren, hier an der HFH werden ja Personen geschult, wie man mit behinderten Menschen, vor allem mit jungen behinderten Menschen umgeht. Und eine große Wert wird auf das Persönliche, auf das Emotionale gelegt. Würden Sie da sagen, es müsste auch so wie die Technologieschiene geben, also dass man Assistenzsysteme gut kennt, die neuesten Entwicklungen kennt? Würden Sie das auch schon in der HFH-Ausbildung plädieren? Das auf jeden Fall. Das habe ich schon länger mal eigentlich thematisiert mit den zuständigen Personen. Und übrigens werde ich auch nächstes Jahr hier an der HFH eine Weiterbildung anbieten, so ein
zweimal einen Tag, wo wir ausführlich über assistierende Technologien die Leute ausbilden. Und man müsste wirklich sagen, was das braucht das an Personal und wie weit ist das etwas, dass man ganz klar sagt, gewisse Sachen, Betreuung, Begleitung, die brauchen fachlich ausgebildetes Personal und andere Begleitung, Betreuung kann man auch durch Freiwillige und andere Personen. Oder? Und ganz klar sagen, da gibt es professionelle Kriterien und gewisse Sachen, da braucht es Situationen, so wie Wohnen im Alter. Mehr Generationen wohnen funktioniert nur, wenn es fachlich geschulte Personen sind, die generationell geschulte Personen sind, das betreuen. Da genügt ein normaler Abwart nicht. Wie kann man das verhindern, dass gute Ideen von unten, das kann auch von HFH-Seiten oder von Absolventinnen und Absolventen sein, dass eben gute Ideen von unten durch veraltete, den demografischen und aktuellen Bedingungen nicht angepasste Behörden und Reglementierungen geblockt werden? Eine Strategie ist Allianzen mit Leuten, die eben nicht die politische Kontakte haben, aber nicht in der Politik sind. Viele Projekte kann man über private Finanzierung, zum Beispiel eine Großbank, die ist zum Teil unter Umständen eher bereit, ein Projekt zu unterstützen als irgendeine Behörde. Auf der Ebene der Gemeinden, dort kann man relativ einiges machen, indem man eben versucht, Themen möglichst parteineutral zu definieren, also niemand beleidigen, oder? Zu schauen auch, und das ist vielleicht in gewissen Gemeinden und Quartieren wichtig, gibt es Leute, die alle kennen und mit niemand zerstritten sind. Möglicherweise so kommen wird, dass wir mehr neue, so in Anführungszeichen geschützte Umfelder haben. Interessanterweise glaube ich aber nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für alle Menschen. Und dass wir in diesem Szenario auch schon radikal die Sozialsysteme umgestalten müssen. Also Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Dass sie wirklich diese breite Mittelschicht, die wir heute haben, dass die immer mehr zurückgeht und dass sie eine hochglobale Leistungselite haben und immer mehr geschützte Viertel. Und es könnte durchaus sein, dass es solche, sag ich mal, entschleunigten, bewussteren Bereiche immer öfter gibt und auch nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für alle. Und insofern könnte das in meinen Augen zu so einer Zweiteilung führen. Beispielsweise so Kindergärten in Österreich, die sich darauf spezialisiert haben, eben Mitarbeitende mit Trisomie 21 einzusetzen. Also die schon eben auch, zumindest in den Fällen, eine leichte kognitive Einschränkung haben, das aber wunderbar schaffen, irgendwie mit den Kindern zu spielen und mit den Kindern umzugehen und da die auch irgendwo zu betreuen. Wir werden so entschleunigte Strukturen in gewisser Form haben, wo, glaube ich, diese Menschen auf jeden Fall auch ein gutes Auskommen finden können.